Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft und mit dabei wieder der Willi. Hallo! Die Jenny und die Kadidi. Wie bei mir schon immer so ein kleines Päuschen gemacht wird wegen meinem Hallo! Ich dachte, da kommt immer was. Genau. Und ihr seht gerade, ich habe ein anderes Texture Pack drin und ich habe auch die Blöcke kleiner. Ich habe da nämlich schon mal ein bisschen dran rumgebastelt. Jetzt funktioniert nämlich alles. Und ich nehme es heute das erste Mal auf dem neuen Rechner auf. Oh mein Gott. Bam, bam, bam. Und ihr seht, es hat sich bei mir ein bisschen was getan. Ich habe nämlich eine Lücke genutzt, weil ihr wollt ja unbedingt, dass ich möglichst bald an Pferde komme. Und deswegen habe ich mir gedacht, baue ich mal eine Garage, weil die Pferdestärken müssen ja auch irgendwo rein. Was, eine Pferdegarage? Ja, eine Farage. Eine Farage. Oh, Fablerange. Fabarage. So. So, und ich habe keine Ahnung, was ich hier mit meinem Haus anfangen soll, um ehrlich zu sein. Also, übrigens wundert euch nicht, bei mir kommen hier auf jeden Fall noch Fenster rein in die Außenwand, nur ich weiß noch nicht wo, deswegen mache ich erstmal überall keine rein. Sehr gut. Das ist sehr gut. So. Insgeheim ist Fabi ja auch ein Vampir und meidet das Sonnenlicht. Hä? Nein. Das wusste ich ja noch gar nicht. Nein. Das wusste ich auch nicht. Glitzert er im Dunkeln? Seit wann glitzern Vampire? The fuck? Er hat so viel Schaden gekommen. So viel was? Achso. Glitzert er im Dunkeln? Was? Bei Twilight war das doch, glaube ich, andersrum, oder? Am Tag, ja. Seit wann glitzern Vampire dunkel oder am Tag oder sind die fluoreszierend? Hast du nie Twilight geguckt? Nein, das war nicht so ganz meins. Der Twitter. Geht's jetzt noch, Willi? Alles gut? Oh Mann. Die Aufnahme haut mich schon wieder weg. Nee, ich würde mal sagen, Willi hat ein Flocki am Sausen. Ich gucke gerade. Was? Ein Flocki am Sausen. Man könnte auch sagen, ein Triller am Pfeifen. Ich habe jetzt gerade mal hier die Frames bei mir drin. Das habe ich auch noch nicht gehört, um ehrlich zu sein. Weil ich gucke halt gerade, ich habe immer das Gefühl, das Texture Pack, das sieht so aus, irgendwie, wenn man die Blöcke setzt, als würde das kurz ruckeln, aber ruckelt das gar nicht. Sehr komisch. Neuer Rechner, neues Texture Pack, neue Aufnahmemethode, ruckeln. Ich steht auf 60 Frames. Ich habe das Gefühl beim Laufen, egal. Nein, ich habe einen Weg draus gemacht, das sollte kein Weg werden. Moment, ich muss die Schaufel in die Hand nehmen. So, ich muss jetzt hier kurz das Feld neu bestellen. Denn sonst gibt es später irgendwann kein Brot mehr. Deswegen mache ich das lieber jetzt so auf diese Art und Weise. Alter, dieses Spiel ist bei mir unglaublich laut. Das stimmt schon, ja. Ich muss auch mal gucken, ob ich das ein bisschen leiser stelle vielleicht mal. Ihr könnt natürlich auch gerne auch sagen, wenn ich mal ein anderes Texture Pack probieren soll. Ich guck mal gerade. Wenn ich mich mal... Lithos habe ich gerade drin. Und ich kann ja auch mal... das drin reinpacken, was der gute Willi hat. Hex. Sfax. Pur PD Kraft. Pur PD Kraft, oh oui oui. Fablerange. Oh, Fablerange PD Kraft. So sieht das Ganze dann nämlich aus. Dann wurde sich auch noch gewünscht, dass ich mal die anderen so zeige, auch wenn wir noch gar nicht viel gemacht haben. Und das wurde sich gewünscht, dass wir uns Pferde holen. Aber wir haben noch gar keine Möhren. Ich habe schon 3 Pferde eingemauert. Oh. Geht das mit Möhren oder geht das nicht mit Weizen? Nee, mit Möhren. Mit Möhren. Möhren. Kannst du mit Möhren, kannst du mit Möhren züchten, die vergoldet sind. Immer noch so laut. Oh, die Jenny hat ja aber schon schön gebaut. Ich schau's gleich mal an. Okay. Ich hab da oben einfach einen Klumpen hingestellt. Schöner wird's bei mir auch nicht. Ja, eine Kartoffel halt. Jenny. Ich finde das Haus voll schön, Fadi. Schlicht und einfach. Ach, so schön. Jetzt werden die wieder so schleimig hier. Ja, ich muss schlicht bauen. Oh, das war so schön. Oh, nein, danke. Oh.
Ich kann tatsächlich nur schlicht, alles andere kriege ich irgendwie nicht hin. Ich bin nicht so derjenige, der verwinkelt baut. Das sieht dann bei mir immer leicht komisch aus. Gehen Sie von meinem Haus weg! Das ist so die Außenansicht gerade von dem Haus. Kommen Sie rein, kommen Sie rein. Ich komme auch mal wieder kurz. Gut, dann halt nicht. Kommen Sie rein, können Sie rausgucken. Genau. Hier noch ein Apfel. Genauestens. Die Pferde sind auf jeden Fall überall schon außen, aber gucken. Das hier hat quasi der Willi gebaut. Wir müssen halt echt mal gucken, dass wir Möhren kriegen. Das ist, wenn wir eine einzelne Möhre finden, dann würde ich die gerne haben zum Anbauen. Au. Oh. Hier baut die Kadi, da. Wer baut denn hier am Wasser? Jenny, glaube ich. Hat die Jenny ja schon gut was hier geleistet. Da ist die Kadi und. Ich würde gerade sagen, wer baut neben der Kadi, aber das ist ja dein Stall. Und da oben baut das da oben die Mandy? Ja, ja. Okay, das sieht sehr glasig aus. Ah, stimmt, das ist ihr Gewächshaus. Ich sehe schon, genau. Genau, und damit habt ihr auch nämlich schon alles gesehen, was bisher hier gebaut ist. Also die wahre Pracht sozusagen. Ganz genau. Aber man sieht auf jeden Fall fast von jedem Haus ist die anderen Häuser. Okay. Das würde ich auch gewünscht, dass ich mal unter die Erde gehe, aber brauche ich noch Steine? Na, ein paar vielleicht. Auf jeden Fall brauche ich erstmal ein bisschen Holz für den Boden. Also ich würde mir schon Gedanken machen, wenn ich die Zuschauer unter der Erde sehen wollen. Das ist voll gemein, was du immer sagst. Oh, das kam nicht von du mir. Du musst es so machen, wie das dein Lieblingslied da immer sagt. Du musst einfach immer lachen. Das ist doch nicht mein Lieblingslied. Kommt aber so rüber. Was? Komm du mir mal rüber. Ich komm dir gleich rüber. Ja, schreibt mir am besten in die Kommentare, wer lieber das Texture-Pack vom Anfang wollt, bis zumindest hier mein Favo zurückkommt. Oder ob ihr lieber, also Litos lieber oder derzeit noch Sphax. Aber wenn Fabis Texture-Pack da ist, dann sieht er keine Freunde mehr. Dann ist vorbei. Dann nimmt er seins. Das heißt, die Kadi bastelt ja auch noch an einem gerade. Das stimmt und das sieht wahnsinnig gut aus. Außer dieser einen Block, der mir nicht so gefallen hat. Welcher war das denn nochmal? Man hört die Kadi nicht, wie sie pscht macht. Ich höre sie im anderen Zimmer, wie sie pscht macht, aber ich höre sie nicht im Spiel. Das ist so geheim gewesen. Oh. Gewesen, ja. Falls jetzt irgendjemand fragt, kann man das downloaden? Ja, vielleicht in 5 Jahren. Alles klar. Frag jetzt bitte nicht permanent, wann kann man das runterladen? Wann kann man das denn runterladen? In 5 Jahren. Hast du auch nicht gehört, Mann. Mann. Hattest du das nicht sowieso schon mal irgendwo gezeigt gehabt? Nein. Nur doch, euch. Sie hatte in der letzten Folge gesagt, in der letzten Aufnahmesession hieß es nämlich, ich spiele schon mit meinem eigenen Texture-Pack. Nein, das habe ich, ja, genau. Hab ich außerhalb der Aufnahme gesagt. Ich habe es euch im Vertrauen gesagt und gezeigt. Okay, oh schuld. Was? Finde ich auch. Och nö. Das haben wir Video. Eigentlich habe ich es rausgeplaudert. Genau, jetzt aber schließe ich mich einfach den Meinungen der weiblichen Bevölkerung an, ne? Ganz genau. So ist es nämlich. So, kriegst du dafür irgendwie Geld oder so? 5,80 Euro pro Anschluss. Warum jetzt Fabi's auch so, dass es sich angehört hat, als hätte ich was gesagt. Das kriegt er bestimmt auch in das... Stimmt, und er hat sogar ins Intro geschnitten, Jenny war's. Mhm. Ja. Ganz genau. Das habe ich auch gesehen. Jenny war's natürlich. Ja, Rocky war. Stimmt, ich habe das noch von der Jenny noch, dass Jenny war. Das schneide ich einfach jetzt hier auch rein, dann war es einfach Jenny. Genau. Boah, ich wusste letztes Mal schon mal. Wir müssen die weibliche Bevölkerung hart unterdrücken. Hast du Jochbein gesagt, Jenny? Was? Hast du gerade, du musst das letzte Mal schon weinen gesagt? Leiden. Achso, oh, ich hatte gedacht, ich auch weinen verstanden. Also jetzt hättest du mir ja, fast leid getan, Jenny, auch. Aber nein. Oh. Guck mal, ich habe hier bitte auch schon Klappen gebaut. Das wird nämlich eine wunderschöne Durchreiche von der Küche dann hier rein. Wenn einer mal in der Küche Bock auf einen Schnitzel hat. Nicht in der Küche. Jetzt wird es gerade dunkel, das heißt, wir können mal eher nach unten gehen und ein bisschen unter Tage bauen. Jetzt wollte ich eigentlich gerade vorschlagen, dass wir schlafen gehen. Da hängt eine Spinne unter der Decke. Es ist immer diese Weichkartoffel.
Also, ja, genau, so redet die Kadi. Ich fühle mich verarscht. Echt? Ja. Oh, von wem? Es kriegt keiner was von meinen 30 Broten ab, ja? Von der Jenny. Niemand braucht 30 Brote. Ja, und genau deswegen habe ich sie. Ich habe 30 das Brote. Das ergibt voll viel Sinn, Kadi. Niemand braucht 30 Brote und deswegen habe ich die. Ganz genau. Deswegen stehe ich dafür mit meinem Namen. Weil sie sonst niemand braucht, deswegen habe ich Brote. Oh, wie süß. Sie ist so erwachsen geworden. Ja. Durch die Brote. Die Brote sind erwachsen geworden. Creeper. Harf meinst du dann? Nein, hat mich gesehen. Fabi, lass mich rein. Ich habe die Tür noch nicht mal zugemacht. Ich bin ja auch gar nicht mehr in der Nähe. Ich wollte mal was gesagt haben. Was zum Teufel? Jetzt komme ich extra nach oben und denke nur noch so. Creeper! Verdammt! Fabi, lass sie rein! Die Creeper? Nein, nicht den Creeper! So, jetzt habe ich zumindest schon mal meine Außenmauer. Achso, die ist ja gar nicht zu. Ich habe ja vorne noch ein Loch. Der haut nicht ab. Der kommt hinterher, das blöde Ding. Aber ich glaube, der ich hat das. Das ist sein Job. Währenddessen wir hier nicht spielen, wird dann eigentlich weiterhin der Schwierigkeitsgrad erhöht? Ich glaube, ja. Okay. Ich wollte erst Nein sagen, aber dann habe ich mir gedacht, eigentlich ja, oder? Der Willi freut sich gerade ganz, ganz doll. Nee. Ah, Creeper, ne Quatsch. Anders sieht. Genau, oh, Kelly hat auch gerade Anders sieht. Ja. Ich höre ein anderes Lied. Versteht aha, das? Aha, oh Gott. Oh, nö. Alter, hier ist ja richtig viel los. Oh, oh, schnell wieder rein. Ja, ne? Hier ist eine Creeper-Party. Dies gegen das Spinnenauge tauschen. Hebele, hebele. So sieht's aus. Hebele, hebele. Fabi, Willi wird schon wieder komisch. Ah ja, okay, das ist ein bisschen normal. Du bist komisch. Ach Mann. Sag mal, Kadi, hast du noch ein bisschen Holz? Habe noch Holz. Ich muss doch gerade überlegen, tatsächlich, ob ich das für mein Dach noch brauche. Ich bin auch gerade am Überlegen, aber ich glaube, ich brauche dein Holz nicht. Erstmal. Das ist gut. Eben wollte noch Holz. Ich brauche nämlich auf jeden Fall noch ganz viel Holz für das Dach von meinem Stall. Ich bräuchte mal Schleim. Ja, irgendwo ist doch hier ein Sumpf, glaube ich. Ja, der ist ganz in der Nähe. Hat jemand Bock, morgen mal mitzukommen? Ja. Ja. Ich würde mitkommen. Ja, ich komme dann auch morgen, mit, morgen oder wenn die Sonne auf? Wenn morgen, die Sonne morgen. Denn so. Morgen ist das heute. Nee. Ihr könnt uns auch kurz ins Bett legen, wenn ihr wollt. Ich denn bin heute ist das Morgen von gestern. So. Nein, jetzt bin ich gerade am Hausdach bauen. Ich liege schon. Ich auch. Oh. Euer Ernst? Jetzt möchte ich ganz oben. Oh. Ich war im Keller. Ja, Fabi, das sind Monster bei mir irgendwo. Ich weiß nur nicht genau. Ich liege im Bett. Ich habe da so eine Vermutung, aber ich glaube, Rocky hat das Monster gefunden. Jetzt kann sich Willi gleich sowieso nicht hinlegen, weil dann kommt, dass er in Gegenwart von Kreaturen nicht schlafen kann. Die sind nämlich so aufregend, dass er im Bett wach sein muss. Wo ist denn noch so ein Vieh? Ich gehe jetzt einfach zum rüber und hau ihn um. Direkt vor meiner Tür. Das ist eine gute Idee. So, warte. Immer und Willi hat gerade die Tür zugemacht. Na, warte. Kann er sehen von hier unten, was der Willi macht? Hier ist doch absolut nichts, was Monster angeht. Er rennt planlos zu seinem Haus rum, jetzt geht er rein. Jetzt kann ich auch nicht stalken. Hier ist doch absolut nichts. Jetzt kommt er wieder raus. Jetzt kann ich. Vorsicht, da unten ist ein Creeper. Na warte, jetzt komme ich hier rüber und jetzt hole ich ihn um. Also wenn du jetzt wieder Richtung Eingang gehst und dann so leicht den Berg runter, da steht ein Creeper. Ja. Und da hinten kommt ein Zombie auf dich zu. Oh ja. Umdrehen. Da rennt der Willi. Was ist hier los, verdammt? Okay, ich glaube, ich muss den Creeper jetzt schnell zählen. Ich habe mich gerade vor dem Setting hier erschrocken.
Warte mal, gucken, ob ich mich jetzt ins Bett hauen kann. So, jetzt ist er wieder drin. Doch. Der kann sich aber noch nicht hinlegen. Das liegt an dem Krepp. Das ist, weil das Haus viel zu hell ist. Hier ist ja überall Licht. Und da kommt der Farbi. Warte, Spinne von hinten, Spinne von hinten. Hat die Spinne so gezischt? Nee, oder? Doch. Nein, da ist ein Creeper. Ach, so. Ach du Kacke. Da ist auch noch ein Enderman. Ja, komm, jetzt gib mir mehr davon. Oh Gott, nein! Okay, jetzt sollte das aber mit dem Hinlegen funktionieren. Ich bin in den... Ich liege! Das sah super aus von gegenüber. Ich gehe nach Hause. Herrlich, ich konnte alle zwei Schlafzimmerfenster aus bestens beobachten. Ja, ich hab's gemerkt. Diese wunderschönen Kommentare dazu. Das war ich bin so hört allerliebst und hilfreich vor allen Dingen, Kadi. Toll. Oh, freut mich. Verdammt, ich beeile mich. Ich bin gleich im Bett. 3, 2, 85. Bett. Ah, schön. Das war aber jetzt schon hart, finde ich. Das Loch vor Willis Haus. Oh, da ist ein Enderman. Der Enderman guckt bei mir ins Fenster. Das macht der Enderman doch einfach steil. Slenderman. Ich hasse es, so Löcher zu machen, die innen hohl sind, um ehrlich zu sein. Löcher, die innen hohl sind? Löcher nicht immer innen hohl? Ach komm, das Teufel. Ist doch... Ihr versteht doch, was ich meine. Nee, nicht wirklich. Nee. Was für Löcher sind denn bitte schon innen hohl? Ist okay, Fabi. Boah. Oh, Kühe machen so süße Geräusche. Miau. Mhm. Nein, die machen nicht Mu, die machen Miau. Die machen Mu. Muschis hier. Mu. Hast du gerade Muschi gesagt? Hab ich auch erst gehört. Ich hab gesagt Muschis hier. Ja, Muschis hier. Europäische Kühe machen Muschis hier, das stimmt. Wer die Geige geguckt hat, ja, der hat das mitbekommen, dass europäische Kühe Muschisniew machen und Hähne machen Kikerikowitsch. Ja. Und der Schwein macht Grüns. Grüns, ja. Und Elefanten machen Blub. Ja, 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 so ähnlich. Nein, das habe ich jetzt gemacht. Wow, toll. Wie geil, ich hatte hinten noch einen meiner Paddocks offen. Da sind jetzt die Pferde reingelaufen. Jetzt habe ich woanders den Zaun abgerissen, um den Paddock zu schließen. Jetzt habe ich noch 3 Pferde mehr gefangen. Oh, der Begriff geil ist voll 19. Jahrhundert, Kadi. Echt? Übrigens, dadurch, dass ich jetzt eine Fraps aufnehme, habe ich überhaupt keine Uhrzeit mehr drin laufen. Also ich weiß überhaupt nicht, wie lange wir aufnehmen. Das heißt, ihr müsst mir irgendwann Bescheid sagen. 5. Was für Und wann haben wir die Aufnahme gestartet? Weiß ich gar nicht mehr. Auch nicht. Sehr gut. Wir nehmen einfach weiter auf. Ja, wir schneiden das irgendwie zusammen. Ach, das ist doch scheiße. Seit wann kann man denn nicht mehr... Oh Gott sei Dank. Seit wann kann man denn nicht mehr auf einer Treppe stehen, eine andere Treppe dran setzen? Das ging doch mal immer. Also bei mir geht das gerade nicht, oder ich bin einfach nur zu inkompetent dafür. Inkompetent dafür. Ich tippe auf Zweiteres. Ich auch. Schön, da haben wir das ja schon mal geklärt. Der Weg sieht übrigens in dem Texture-Pack hier echt ganz... In Sparks sieht er echt gut aus. Ja. Bei mir sieht er schöner aus. Bei mir sieht er schöner aus. Das ist ja auch mein Weg. Jetzt, unser Schiff muss schöner werden. Unser Weg muss schöner werden. Hey Sie, unser Schiff muss schöner werden. Welches Schiff? Ja, unser Frachtschiff. Willi ist gerade mal wieder komisch. Du bist gerade komisch, ja? Wer von euch baut gerade ein Frachtschiff? Irgendwer knurrt da gerade. Hast du schon länger nichts mehr gegessen? Das war die Nanni. Das war gerade die Nanni, die hat jetzt geknurrt und ist dann motzend weggegangen, weil sie kein Frachtschiff mag. Das ist aber auch eine Unverschämtheit irgendwie. Wieso? Dass sie keine Frachtschiffe mag. Ja, verständlich. Das verstehe ich ja gar nicht. Wie schön sie im Hintergrund gemeckert hat. Ja, und die Kuh so. Jetzt bin ich gerade überlegen, das lasse ich jetzt erstmal so, bis ich das Dach wenigstens einigermaßen habe. Oh, verdammt.
So, okay, hier. Was war das? Ich hab mich gerade auch gefragt. Ach, verdammt. Nee, das war, weil ich muss das Holz ja jetzt auf die Decke setzen und das ist alles nicht so, wie es sein soll.